Was geht, Leute? Ich bin wieder mal zurück mit einem neuen Video. Und zwar heute mal wieder ein weiteres Reagiervideo. Habt ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Aber ich habe auf Instagram mal eine Abstimmung gemacht, ob ich mal ein Video auf Calvin und Marvin reagieren soll. Und ein paar von euch haben damit ja abgestimmt. Deswegen mache ich das heute. Und ich kenne Calvin Marvin schon länger und ich mag den Kanal eigentlich sehr gerne. Aber momentan betrachte ich eigentlich sehr gerne auch die ganzen Fakes dahinter. Ich bin mal gespannt, wie lange mich das Video halten wird. Ich gucke mir nämlich heute das bis jetzt noch neueste Video von ihm an. Und ich bin mal gespannt. Let's go! Die Perspektive ist heute ein bisschen anders, deswegen nicht wundern, aber so kann man das ja eigentlich ganz gut sehen. Ich habe mir sogar ein bisschen Popcorn hier gemacht, damit ich hoffentlich lange genug unterhalten werde. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Junge, ich habe einfach einen anonymen Anruf bekommen. Warum sagt man das so? Und ich gucke erstmal direkt auf die Uhr als erstes. Also 3 Uhr. Ich habe mir direkt Kelben gepackt. Ich dachte mir, was geht ab? Ich kriege einen anonymen Anruf. Mhm. Ich habe ihn leider gar nicht gesehen. Ich hatte es irgendwie verpasst. 3:14 haben wir jetzt. Ja, Mann. Ja. Und nochmal vorweg für die Leute, die jetzt wahrscheinlich denken, oh, die Prank Bros, ich mag die nicht. Oder beziehungsweise sie heißen ja gar nicht mehr Prank Bros, sondern Kelvin und Marvin. Aber ihr müsst mal nicht die Fakes dahinter betrachten, sondern das Ganze irgendwie aus so einer gewissen Trash-Sicht sehen, weil dann könnte es vielleicht lustig werden. Aber naja, ach komm, wir gucken das Video einfach an, danach urteilen. Und auf einmal sehe ich, da ist ein Anruf um 3 Uhr nachts. Normalerweise würden wir sowas ignorieren, aber wegen der Uhrzeit war uns klar, genau. Alter, das kann nicht normal sein. Ja, ich musste direkt die Kamera anmachen, weil, Leute, wir gehen der Spur auf den Grund. Was könnte das sein? Digga, um 3 Uhr nachts. War anonym, ne? Anonym. Könnte ich mal zurückrufen, das ist blöde. Können wir feststellen, wer das war? Geht eigentlich gar nicht, ne? Ja, das weil ist echt nicht viel um meine Nummer. Und ja, genau. Es kann nur irgendwas Verfluchtes sein, Leute. Um 3 Uhr nachts passieren immer komische Sachen. Wenn mich jemand anruft, ist es auf jeden Fall immer was Verfluchtes. Wenn ich es noch nicht wisst, 3 Uhr nachts ist Gruselstunde, da sind Dämonen unterwegs und sonst was. Ja. Also ganz ehrlich, ich habe ja auch schon ganz oft diesen 3 Uhr nachts Trend hier gemacht, ja. Und dass sie das sogar immer noch machen, ich meine, ich mache das eigentlich nur noch, weil viele von euch sich das wünschen, ja. Sonst würde ich diese ganze 3 Uhr nachts Scheiße eigentlich gar nicht mehr machen. Aber so 3 Uhr nachts Videos, die kann eigentlich jeder drehen. Du brauchst einfach nur eine Idee. Und dann ist es schon. Wenn ihr wach seid und irgendwas passiert um 3 Uhr nachts, dann liegt es wahrscheinlich deswegen. Die meisten wissen Bescheid. Genau, also wenn irgendwas passiert um 3 Uhr nachts, dann ist es auf jeden Fall was Verfluchtes, weil ja. Ihr kennt genau, unsere Videos, müssen aufpassen. Und ja. Leute, ich würde sagen, 20.000 Likes jetzt auf das Video, Leute. Sonst werdet ihr von Dämonen verfolgt um 3 Uhr nachts. Ja, aber dann will ich ja nicht die 20.000 Daumen geben, weil ich würde ja gerne mal hier irgendwas haben, aber irgendwie habe ich nichts. Und dass wir ja weiter alles dokumentieren, wenn was Komisches passiert. Genau. Wenn immer irgendwas Creepy-mäßiges passiert, dann machen wir direkt die Kamera an, Leute. Ja, Mann. Da gibt es mehr 3 Uhr nachts. Ja, das glaube ich sogar. Ihr feiert das. Und warte mal. Was mir gerade auffällt, das ist auf WhatsApp. Das heißt, die Person hat die Nummer, ne? Aber warte mal, ich gehe mal auf WhatsApp. Ich sehe aber keinen Chat. Das ist ganz komisch. Geht das überhaupt, dass man jemanden anrufen kann? Man vor allem in WhatsApp anonym? Nee, das haut auch nicht hin, weil wenn man bei WhatsApp jemanden anruft, dann steht da auf jeden Fall die Nummer. Also da muss man den Namen ja selber reinschreiben. Also die Nummer steht da schon. Das haut auch nicht so richtig hin. Wenn man Chat hat? Eigentlich wird doch ein Chat angezeigt, oder? Aber da ist kein Chat angezeigt. Das ist komisch. Das ist sehr, sehr creepy. Weil das über WhatsApp war. Da war ja über WhatsApp der Videoanruf. Ja. Und nicht normal, übers Handy. Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Macht es irgendwie noch gruseliger und mysteriöser gerade. Ja. Yes. Auf jeden Fall, sonst kommt doch immer ein Chat. Ja, yeah, wenn jemand auf WhatsApp angerufen hat, anonym anrufen. Genau, der würde die Nummer stehen. Also die Nummer würde mindestens genau da stehen. Weil man kann ja nicht. Also das heißt, es muss irgendwas Verfluchtes sein, wenn er nicht mal ja, es ist auf jeden Fall was Verfluchtes. Genau, das ist komisch. Das macht keinen Sinn. Das heißt, die Person, oder hast du ihn mal einfach verflucht? Hat er geschrieben? Na jetzt, was kommt jetzt? Na, ich geh drauf. Ich war das. Alter, Bro. Beste Nachricht der Welt, Alter. Einfach so, ich war's. Alles klar. Ey. Leute, ich mach eine Bildschirmaufnahme. Anonym. Die speichern den sogar unter anonym ein. Ich meine, ich brauche einfach nur meinen Bildschirm ein bisschen runterschieben und dann seht ihr das da oben. Anonym einfach. Die hat immer geschrieben, ich war das. Ich war das. Ich war das. Beste Nachricht der Welt. Was ist das für ein Bild, Alter? Wow, was ist das denn? Na. Wie heißt der? Hier, ich hab's.
Wie? Na jetzt, was kommt denn? Meinte denn? Michael, irgendwas mit meinte denn? Nicht Michael Jackson. Spaß. Es war... Ja, der war ein bisschen gut mit Michael Jackson jetzt. Wir haben einen Horrorfilm. Meinst du Michael Myers? Ja, Mann. Leute, Michael Myers, wer kennt's? Doch, ich kenne Michael Myers, alle 90er Kids. Ganz ehrlich, wer kennt Michael Myers eigentlich nicht? Michael Myers ist so der King of Horror, meiner Meinung nach. Also, ich bin so seit neuestem, seit diesem Jahr oder so, ich bin so ein richtig krasser Michael Myers-Fan geworden. Und, ja. Wisst ihr Bescheid? Bro, ist das Michael Myers? Das ist der 100%. Mit der, ja, das ist der auch. Und sonst sind wir mit dem Messer unterwegs gewesen. So war es immer in den Filmen, Klassiker eigentlich. Was ist mit Michael Myers? Michael Myers, Alter. Unsere Nummern bekommen. Michael Myers geschrieben, ich war das. Also er hat uns anonym. Genau. Michael, wer kennt's nicht? Michael Myers ist heutzutage einfach per WhatsApp unterwegs. Auf WhatsApp angerufen und jetzt hat er sich exposed. Jetzt ist er da. Schreib, was willst du von uns? Schreib mal, was willst du von uns? Ey, was will der Mann? Weißt du, was soll mit dem? Michael Myers, der redet nicht, der sagt nicht ein Wort, als wenn er einfach so random irgend so Typen, die er nicht kennt, per WhatsApp schreiben würde. Oh, das geht dran. Das ist eine krasse Idee. Der hat ja auch noch vor 2 Minuten geschrieben, vielleicht geht er dran. Leute, wenn er schreibt, dann rufe ich an. Ja, genau, wenn er tippt. Genau, wenn er tippt, dann rufe ich an. Genau, wir gucken jetzt, wenn er tippt. Das kenne ich aber auch. Kennt ihr das, wenn man irgendwie gerade vielleicht am Handy was am Machen ist, dann wird einem dieser Bildschirm angezeigt, wo man angerufen wird und man geht aus Versehen dran, aber man will endlich gar nicht dran gehen. Oh, das passiert mir so oft. Dann machen wir das. Hoffentlich geht er dann dran. Ja, Mann. Wir warten jetzt ab, Leute, und... Ja. Bro, der schreibt. Ey, der schreibt. Jetzt rufen wir an. Ich will den auch noch so einspeichern. Ich meine... Das wird so krass. Wer kennt's nicht? Ich meine, Michael Myers, der ist heutzutage einfach... Oh, Werbung hier. Ich meine, was ich sagen wollte, wer kennt... Diese Maske, was ist das denn? Auf Wish bestellt oder was? Oh Gott. Junge, wenn ich jetzt bei Amazon gucken würde, dann würde ich überall eine bessere Maske finden. Michael Myers. Michael. Alter. Michael Myers, Bro. Ja, Michael Myers redet nicht. Wie sollte er auch nicht leben? Er lebt immer. Ich meine, dieses Jahr kommt ja sogar Halloween Ends in die Kinos. Der wegen dem Namen denken wirklich sehr viele, glaube ich, dass es der letzte ist. Der letzte Teil, den es geben wird. Ich bin da nicht so der Überzeugung, aber naja. Schockiert, das ist gruselig, Digga. Was will der von uns? Ja, der Psycho sieht aus. Aus Versehen angenommen? Digga. Was zur absoluten. Wow. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, der schreibt. Gott, ich will eigentlich das Handy wegwerfen. Wer hat denn meine Nummer, Digga? Ey, nicht, dass wir verflucht sind, Mann. Schmeiß doch einfach die SIM-Karte weg oder so. Musst du nicht das ganze Handy gleich wegschmeißen, übertreib. Wir können das nicht wegwerfen, wir müssen das vielleicht hier beenden richtig, Alter. Wir müssen den packen, Mann. Kapierst du das? Michael Myers kannst du nicht packen. Das ist ein Übermensch, den kannst du nicht einfach angreifen. Das ist völlig unmöglich, völlig. Haben viele versucht und gescheitert. Ich versuch nochmal anzurufen. Bro, ich ruf nochmal an. Geh nochmal. Chef, wollte was? Wenn jetzt mal dran geht, ist heftig. Abgelehnt. Der ist wahrscheinlich aus Versehen draufgegangen, weil er geschrieben hat. Ja, genau. Mit seinem Wurstfinger ist er auf Annahme gedrückt. Sein Wurstfingern? Psycho, Digga. Aber so schreibt der. Leute, Mann. Das ist ein ganz komischer Typ, Mann. Der ist aktiv. Wir haben ihn gesehen. Schreibt aber der. Hä? Was schreibt der? Der schreibt, dann hört er auf zu schreiben. Ja, jetzt. Wenn er jetzt antworten würde, oder ob er antwortet, ich weiß es jetzt gerade nicht, dann kommt bestimmt nur so ein Buchstabe. Kennt ihr das? Ihr schreibt einer Person so eine lange Nachricht oder so und die Person, die sitzt dann da so, die schreibt und schreibt und schreibt und am Ende kommt da nur ein einziger Buchstabe bei raus. Bro, ich versuch nochmal anzurufen. Jetzt warte wieder am Schreiben, vielleicht geht ihr wieder aus, sie sind dran. Ja, wahrscheinlich. Ey, der bringt euch um. Hey, geht nicht an. Das lenkt der ganze Zeit ab. Was soll er davon halten? Ich weiß nicht, was passiert jetzt, Mann. 30 Minuten später, Alter. Ja, jetzt auf einmal kommt, hört klopfen. Hä? Bevor ich hier weitermache, ist Calvin und Marvin, falls ihr das sehen solltet, ich will euch da nicht angreifen. Ich feiere eure Videos irgendwie
Doch, also ja, ich feiere eure Videos natürlich. Und es ist ein bisschen trashig gemacht, ja, aber ich will hier auch keinen angreifen oder so, ne? Marvin, du sollst dir echt mal dein Bart rasieren. Sieht irgendwie nicht so schön aus. Scheiße, Michael Myers, Bruder. Komm, wir müssen ihn packen. Hey, vielleicht ist er hier oder so, Mann. Wir müssen ihn packen. Komm, psch, 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 psch. Ich hab doch gesagt, den kannst du nicht packen. Das ist ein Übermensch. Bro, der ist doch hier oder nicht? Bro, einer muss nachgucken. Du machst nicht von außen nach. Okay. Okay, Mann. Bro. Ey, das nimmt schon eingebildet. Du drehst durch, Mann. Siehst du, glaubst du mir jetzt nicht mehr, oder was? Aber du hörst Geräusche raus. Junge, ich hab Klopfen gehört, Mann. Chill ein bisschen. Eindeutig. Sicher? Ja, ich hatte es leider nicht mehr auf Kamera, ich hab die dann erst angemacht, aber da war Klopfen. Da war niemand, da war alles ruhig. Also, das war vielleicht echt, keine Ahnung, die Straße, ein Auto oder so. Boah, vertrau mir doch. Ja, aber du musst was finden. Vertrau mir doch. Du musst mir vertrauen, Mann. Hol dich, Mann. Bro, wir müssen das Haus absuchen. Hey, ich bin bereit zum Kampf, Mann. Mach dich bereit. Jetzt dreht's Zombie durch, Mann. Oder was? Wir müssen das Haus absuchen, Mann. Das ist ernst, Junge. Was ist los mit dir? Tränenden Tee. Genau. Ach, deswegen. Deswegen sind die im Film alle gestorben. Die haben vorher keinen Tee getrunken. Das ist so Michael Myers, der will dich töten. Trink aber einen Tee. Du nimmst das nicht ernst, Ja. Bro, ich hab dir gesagt, wir müssen die Wohnung absuchen. Okay, wir müssen, du hast das Geräusch gehört. Ja, ich habe wirklich was gehört. Und ich frage mich, wo der Wart denn angerufen haben. Ich hoffe, er ist nicht hier drin. Ne? Weil du aber ich habe es von draußen gehört. Das heißt, er ist nicht hier, okay. Das heißt, ich hoffe nicht, aber ich habe Klopfen gehört. Ja, ich glaube dir. Vielleicht versucht er hier reinzukommen oder so. Ja, deswegen, wir müssen alle Türen zumachen, alle Fenster nochmal zu. Nein, wir gucken jetzt nochmal Balkon. Wir gucken jetzt nochmal Balkon. Wir können ja nochmal rechts rum. Genau. Da haben wir dann schon geguckt, da gucken wir jetzt nochmal. Ja. Und ansonsten die ganze Wohnung hier abchecken, ne? Mhm. Leute. Ja, mit dem Baseballschläger klappt es auf jeden Fall. Diese Maske. Trägt ja die da Socken? Diese Maske. Messer ziehen. Ja. Muss man Messer ziehen sehen auf YouTube? Ich glaube, auf TikTok muss man das sehen. Dann chillen wir in der Küche und gucken, ob wir noch was hören. Okay, wisst ihr, was wir beruhigen? Dann beruhigen wir uns erstmal. Ach, ein Tee. Erstmal einen Tee, Alter, komm. Erstmal einen Tee schlürfen. Da ist gar nichts drin in den Tassen, oder? Ist da überhaupt was drin? Außer der Teebeutel jetzt? Heiß. Ja? Oder ja. Also hier sind komische Geräusche und der ging schon mal. Aber sag mir, diesen Schatten hast du auch gesehen eben. Ich hab den Schatten auch gesehen. Hast du auch gesehen? Ganz da ist nichts drin in den Tassen. Ja, ja. Hä? Also, glaub mal, ist das ja, ein doch, Sinn? Ich hab jetzt gedacht, das war halt nicht der. Ja. Keine Ahnung, Tier, Vogel. Leute, glaubt die mir oder nicht, Mann? Schreibt's in die Kommis. Boah. Gib uns die Kraft, Papa, Daumen die hoch, Mann. Alter. Und langsam härtere Geschütze müssen wir aufhören. Oder nicht? Ja, wer ist denn Michael Myers, Alter? Das ist krass. Was geht denn? Ich war auch schockiert, als ich den gesehen habe. Und, oh, wie Psyche der aussah, das ist kein Spaß mehr. Das ist echt kein Spaß. Was ist der für ein Typ? Das ist ein. Ich will es gar nicht aussprechen, Alter. Sollen wir mal gucken, ob der noch WhatsApp ist? Auf WhatsApp? Ja, Mann. Sollen ja, wir den noch mal schreiben? Ja, WhatsApp, genau. Was soll ich ihm schreiben, ey? Der hat keine Antwort, ne? Wir haben ja geschrieben, was willst du von uns? Ja, genau. Was war der letzte Stand? Ey, das ist online, Alter. Das ist online. Soll ich den Bildschirm auch mal machen? Der ist online. Okay, der ist schon mal online, Leute. Und hinter euch. Der ruft an. Leute, die Aufnahme wurde abgebrochen. Er ruft an. Er ruft an, Leute. Bro, geht an, mach aus, Alter. Hallo? Michael Myers? Michael Myers redet nicht. Hallo, Michael Myers? Hallo? Ey, was willst du von uns? Wo bist ja, du? Da steht. Genau so, das würde Michael Myers auf jeden Fall tun. Was ist das? Als verarschen. Anonym immer noch. Anstatt ihn einzuspeichern. Hallo, Michael. Bist du böse oder friedlich? Genau, frag Michael Myers, ob er böse oder friedlich ist. Da können die ganzen Toten in dem Film ein Lied von singen.
Ob er böse oder friedlich ist. Was war das für ein Lachen, Mann? Was lachst du? Das ist nicht Michael Myers. Der lacht nicht mal, der redet nicht. Kam das irgendwie aus dem Telefon? Bro, steck auf, Mann! Junge, kam das aus dem Telefon oder war das jetzt hier irgendwie in der Nähe? Der hat einfach gelacht. Ja, richtig komisch. Schau mal, mach mal FaceTime. Ich hab grad FaceTime, Mann. Wie bin ich dran, Mann? Soll mal dran gehen? Und schon geht dran, Michael. Michael, Mann. Oh, ja, Michael! Oh mein Gott! Ey, Michael Myers? Ja. Jetzt wäre es toll, wenn, also jetzt wäre es gut gekommen, wenn er mit der Taschenlampe jetzt wieder hinter ihnen steht, weil dann hätten die das da gesehen. Wo bist du? Bist du böse oder friedlich? Alter, bist du böse oder friedlich? Was ist das für ein Kopf, Digga? Ja, was ist das für ein Schädel gewesen? Auch seine Augen, man konnte nichts sehen. Mein Gott, alles full black. Was will der aber von uns, Mann? Was ist das? Der schreibt nichts, sagt nichts. Ja, und nochmal Angst. Jetzt sind wir online. Ja, die Aufnahme wurde beendet. Das ist belastend, ja? Das ist Angst, Digga. Das ist echt komisch. Ich hab einmal doch geschrieben vorhin, aber da kam nichts. Also das ist echt komisch. Müsst ihr irgendwie ausfindig machen? Das kommt doch noch ins Chat. Da kommt nichts. Er schreibt Rent. Rent? Oh mein Gott! Was ist das denn? Wie Rent? Wenn wir jetzt rennen, schau, das wird Michael Myers schreiben. Hä? Was war das denn jetzt? Wieso hat Calvin denn jetzt die Tür aufgemacht? Das war ja voll die dumme Aktion jetzt. Oder, was noch ein bisschen so aussah, ist, er wollte die Tür öffnen, so dass wir das aber als Zuschauer nicht sehen. Deswegen hat er auch nochmal nach hingeguckt zu Marvin, ob er mal an der Kamera, ob man das sieht, was man hundertprozentig gesehen hat. Und ja, also. Und dann rennen sie weg, als wenn, oh mein Gott, der ist reingekommen, wir haben noch die Tür nicht geöffnet und sowas. Alter. Hä? Das war jetzt null sinnvoll. Ja gut, also das Video hat mir gefallen, muss ich sagen, aber das Ende war nicht so toll. Also das hätten sie vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber ansonsten hat mir das Video eigentlich gefallen. Daumen nach oben habe ich auch schon gegeben, ne? Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr weitere Reactions zu Calvin und Marvin sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich bin damit raus.